Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Star Wars Squadrons Titan Staffel Bengali Nebel. Da bist du ja. Jo, da bin ich. Es ist geschafft. Wir haben Vanguard in die Enge gedrängt. Lyndon Javes hat seinen letzten Fehler begangen. Angeblich wird Lyndon selbst am Kampf teilnehmen. Zudem wird er die gleiche Rebellenstaffel anführen, die wir in Mon Cala dezimiert haben. Das ist einer seiner Schachzüge. Lyndon hofft darauf, dass ich leichtsinnig werde. Er glaubt mich zu kennen. Er liegt falsch. Den Köder schlucken wir nicht. Die Titanstaffel wird sich auf unser wahres Ziel konzentrieren. Den Starhawk. Admiral Sloan zählt auf uns. Ich wünschte, ich könnte Lyndon persönlich ausschalten. Doch als Commander ist meine Waffe die Staffel, nicht der Jäger. Los, schließt eure Mission ab. Und wenn ihr Lyndon im Visier habt, zögert nicht, ihn ein für alle Mal auszuschalten. Es ist soweit, Titanstaffel. Unser Sieg ist zum Greifen nah. Die Temperance hat sich von der Rebellenflotte gelöst, aber egal. Wir konzentrieren uns auf den Starhawk. Dank der Verstärkung von Admiral Sloan haben wir ihn umzingelt. Der Starhawk hat verheerenden Schaden durch unseren Baradium-Angriff davongetragen und keine Gelegenheit für Reparaturen gehabt. Wenn ich mich nicht irre, sollte ein gezielter Treffer auf den Kern des Traktorstrahls das Schiff zu einer tickenden Zeitbombe machen. Es wird nicht leicht, an den Starhawk heranzukommen. Die Rebellen waren in der Lage, ebenfalls Verstärkung anzufordern, und zwar von der Amboss-Staffel. Lyndon Javes führt die Amboss-Staffel höchstpersönlich an. Amboss wurde bei Mon Cala schwer dezimiert, doch sie haben noch intakte Sternjäger. Sie sinnen auf Rache. Vernichtet sie. Außerdem haben sie eine Nebulon-B-Fregatte. Wir haben für euch einen Raider abkommandiert. Sobald ihr den Starhawk erreicht, müsst ihr seine Panzerung durchbrechen, um den Kern anzugreifen. Unsere Scans haben ergeben, dass sich eine nicht explodierte Baradium-Rakete im Rumpf des Starhawks befindet. Nutzt das. Sobald der Rumpf durchbrochen ist, kann ein einzelner Jäger in den Starhawk fliegen, um den Kern des Traktorstrahls anzugreifen. Wir wissen nicht, was euch im Inneren erwartet. Tut, was nötig ist, um den Kern zu überladen, und flüchtet anschließend zurück zur Overseer, solange euch die Zeit dazu bleibt. All unsere Arbeit, alles, was wir aufgeopfert haben, führte zu diesem Moment, Titan. Lasst alles euch klar. Von Lyndon Javes aufhalten. Okay. Ja, gehört Titan-Staffel, let's go. Darf ich mir jetzt wieder... Es ist soweit. Captain Carroll lässt dir die freie Wahl zwischen einem Teil Jäger, Bomber oder Abfangjäger. Ganz ehrlich, wir hatten einen Teil Jäger und Teil Bomber. Ist da was? Wir nehmen mal wieder einen Teil Jäger. Standardlaserkanone. Ja. Operatur. Ja, das passt eigentlich soweit. Standardrumpf würde ich beibehalten. Beschleunigung und ein bisschen Wendigkeit. Weil er ist ja schon sehr wendig an sich, von daher passt das schon. Was habe ich denn jetzt im Auge? Verteidigung der Republik zu durchbrechen. Jawohl, unterwegs zur Position.
Tor. Nehmen wir die Supporter hier auseinander. Alter, will mich der eigentlich verarschen hier? Der gibt mir das nächste Ziel. So. Ich bin an deiner Seite. Und der letzte X-Flügler. Ich stehe unter feindlichem Beschuss. Ich bin in Position. Alle Jäger vernichtet. Gut, jetzt konzentriert euch auf die Fregatte. So. Hatte nicht genug Anlauf. Oh, ein bisschen Schaden haben wir genommen. Hey. Der Weg zum Starhawk ist frei. Los, komm. Lad dich auf. Deswegen habe ich die Schiffe aus dem Barmea-Sektor angefordert. Und da sind sie. Eine ist nur übrig.
Bisher läuft. Verdammt! Das waren unsere Großkampfschiffe! Amboss, fall zurück auf meine Position und sammelt euch. Verstanden. Jetzt ist der Starhawk an der Reihe. Nein, nein, Titan nein. Staffel zum Angriff. Ich habe einen Ladebalken. Titan, es ist soweit. Folgt mir. Der Starhawk hatte überall Brandspuren von dem Maradium-Angriff. Warum fliegt ihr noch? Imperialem Dura-Stahl ist. Ambos kommt zurück. Sie sind zu spät, um ihr Kampfschiff zu retten. Ihr werdet den Rumpf des Starhawks durchbrechen müssen. Erreiche die Baradium-Rakete. Nieder mit dem Starhawk. Vorsicht, die Geschütze sind aktiv. Schieß auf die Rakete, um in den Starhawk einzudringen. Den Kern, Titan 3. Wir verteidigen die Schwachstelle. Schieß den Starhawk ab. Jawohl, für das Imperium. Die Traktorstrahleindämmung ist... Okay, erreiche den Kern und achte auf Schwerkraftanomalien. Letzterfalls nötig deine Schubdüsen ein, aber denk dran, dass der begrenzte Platz das Ganze erschwert. Vergiss nicht, deinen Bremsweg mit einzuberechnen. Commander, ein Titansternenjäger hat den Rumpf des Starhawks durchbrochen. Sie sind drin. Verstanden, Ambos Anführer. Theresa, was hast du vor? Ich beende das, was bei Nadiri begann. Oh. Alter. Erstmal sollte ich warten, bis ich aufgeladen bin hier wieder. Langsamer Titan 3. Ich stelle seltsame Schwerkrafteinwirkungen im Kern fest. Du solltest in der Nähe der Emitter des Kerns sein. Schieße auf sie. Halte dich von den... Sehe rapiden Anstieg im Kern. Weiter so. Hilfe. Hier kaum bewegen. Yo, aus dem Schiff rausgeschossen. Der Kern des Starhawks ist nun eine tickende Zeitbombe. Sie werden nicht verhindern können, dass er überlastet. Ah, Hauptsache ein Sternzerstörer wurde auch zerstört. Der Sternzerstörer wurde zerstört. Viele unserer Leute wurden gerettet. Und wir fangen gerade erst an. Amboss, folgt mir. Jawohl, Sir. Margaret liegt ohne mich gegen Javes zu kämpfen. Erst musst du an uns vorbei. Wir sind hier festgegangen.
Linden! Der hat echt viel. Ich habe dich unterschätzt. Sowohl dein Talent als auch deine Bereitschaft, dich von einem Imperium ausnutzen zu lassen, das dich irgendwann zerstören wird. Du hast mich nie wirklich gekannt. Wenn alles vorbei ist, sieh dir das Imperium an, den du dienst. Und frage mich, warum. Die eigenen Leute wegen Prinzipien verraten zu haben, macht dich nie zum Edelmann sind. Vielleicht nicht in deinen Augen, aber in den Augen von allen, die ich retten konnte. Hey. Also ich sehe Schilde. Seine Schildregeneration ist deaktiviert. Er ist schutzlos. Genug Spielchen. Keine Reparatur, keine Schilde. Genau wie mein erster Teil. Mal sehen, wie gut du da bist. Bring es zu Ende, Titan 3. Was hättest du erreichen können, wenn du bei Foster Haven einfach gegangen wärst, Larissa? Das ist also dein Vermächtnis, Linden. Ein brennendes Wrack über einer zerstörten Welt. Du hast bei Nadiri versagt und dein Stomach ist erledigt. Was das wert, Linden? Boom. Titanstaffel. Dank Admiral Sloans unfehlbarer Unterstützung liegt Projekt Starhawk in Trümmern. Die Vanguard-Staffel wird ausgelöscht. Die Ideale des Imperiums haben obsiegt. Loyalität, Pflichtgefühl, Disziplin. Und dank unseres neuen Champions werden wir nun noch größere Höhen erklimmen. Titan 3 wurde befördert. Mit allen Ehren. Gut gemacht. Dich erwartet eine glänzende Zukunft beim Imperium. Stolz verkünde ich, dass der Tod von Linden Javes eine Nachricht an alle sendet, die uns verraten wollen. Ganz gleich, wo jemand gegen das Imperium aufbegehrt, die Titan-Staffel wartet. Koste es, was es wolle. Dieser Krieg ist unsere Feuerprobe. Wir werden siegreich aus ihr hervorgehen. Und diese neue Republik in die Knie zwingen. Oha. Nadelöhr, ja, wahrscheinlich ohne Schaden dadurch. Naja, also ich würde sagen, das war's von dieser Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch gerne eine Bewertung da. Gerne auch ein Abo, um mich zu supporten. Natürlich aktiviert die Glocke für euch, damit ihr in Zukunft keine Videos mehr verpasst. Bis dann. Haut da rein.